Kollegin Ulle Schaus für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt tatsächlich einen Grund zur Freude. Die Koalition hat eine wichtige grüne Haushaltsinitiative aufgegriffen, denn zum ersten Mal fördert der Bund queere Filmfestivals, und zwar bundesweit. Das ist ein Riesenerfolg für die lesbisch-schwule Filmszene in Deutschland. Ich freue mich sehr, und das sage ich auch noch mal dankend in Richtung des Haushaltsausschusses, dass diese Mittel so beschlossen wurden. Denn diese oft spannenden Filmfestivals sind wichtig für die Sichtbarkeit aller LGBT-Lebensentwürfe. Sie schaffen Zugang zu einer Filmkultur, die sonst kaum Widerhall in deutschen Kinos finden würde. Queere Filmfestivals tragen entscheidend zur Vielfalt und zur Bandbreite unserer Filmlandschaft bei. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Homo- und Transphobie ist diese Bundesförderung ein gutes Zeichen der Stärkung für eine tolerante und offene Gesellschaft. Caroline Ehmke, die Trägerin des diesjährigen Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, hat etwas gesagt, das ich für elementar halte. Die Kunst ist ein nicht zu unterschätzendes Gegengift zu jenen gefährlichen Denkmustern, die ein sehr begrenztes Weltbild propagieren. Und aus ihrer vielbeachteten Rede in Frankfurt stammt der Satz, ich zitiere, diese demokratische Geschichte eines offenen, pluralen Wir braucht Bilder und Vorbilder auf den Ämtern und Behörden ebenso wie in den Theatern und Filmen, damit sie uns zeigen und erinnern, was und wer wir sein können. Und ich finde, Caroline Ehmke hat sehr recht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für eine offene und demokratische Gesellschaft sind es auch diese kleinen Stellschrauben im Haushalt, die am Ende einen großen Unterschied machen. Der Umgang mit unserer Geschichte und ebenso die Erinnerungskultur spielen hierbei eine ganz entscheidende Rolle. Historische und politische Bildung bilden eine Einheit. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Aus diesem Grund hat meine Fraktion einen Haushaltsantrag zur Stärkung der pädagogischen Arbeit der NS-Gedenkstätten eingebracht. Denn Gedenkstätten müssen ausreichend Finanzierung und Personal erhalten, damit sie als autonome Lernorte neue Erinnerungskonzepte entwickeln können. Die jetzt noch im Laufe des Verfahrens eingestellten 500.000 Euro zur Stärkung der pädagogischen Arbeit der KZ-Gedenkstätten sind daher ein längst überfälliger Schritt. Angesichts des geplanten Kulturhaushalts 2017 von 1,63 Milliarden Euro sind die benannten Förderprojekte jedoch eine gefühlte Randnotiz. Offensichtlich gibt es auf der Regierungsbank eine Leidenschaft für kulturelle Großprojekte und preußische Herrschaftsbauten. Denn sonst lässt sich nicht erklären, dass an anderer Stelle ohne Wenn und Aber Millionenbeträge fließen. Zum Beispiel für den Wiederaufbau der Kolonnaden des Nationaldenkmals für Kaiser Wilhelm I. hier in Berlin. Und ich kritisiere das an dieser Stelle ganz explizit, auch wenn die Kosten im Bauetat verankert sind, weil es hier eben nicht nur um eine reine Bauentscheidung geht, sondern auch um eine kulturpolitische. Die Stelle, an der die Kolonnaden entstehen sollen, ist genau der Ort, an dem eigentlich das Freiheits- und Einheitsdenkmal stehen sollte. Ein Denkmal, für dessen Entstehung das Parlament 2007 sich ausgesprochen hat und für das im Rahmen eines legitimierten Wettbewerbs ein Gewinner ausgewählt wurde. Diese Entscheidung, die das Parlament und die Jury, die treten Sie, meine Damen und Herren, mit dem aktuellen Haushaltsbeschluss jetzt mit Füßen. Über das Freiheits- und Einheitsdenkmal und speziell Entwurf von Miller und Partner ist in der Vergangenheit viel gestritten worden. Und der Stopp des Denkmals durch den Haushaltsausschuss im April mag vielleicht viele befriedigend gefunden haben. Auch wir Grüne haben den Prozess um den aktuellen Entwurf immer sachlich und kritisch begleitet. Und ich stehe jetzt hier nicht als Verfechterin dieses einen Entwurfs. Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Aber das aktuelle politische Verfahren um diesen Entwurf ist skandalös. Und dass der Haushaltsausschuss den Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmals wegen Kostensteigerung von 5 Millionen Euro stoppt, über die man im Übrigen streiten kann, das ist das eine. Das andere ist, dass die Haushälterin der Koalition einfach mal einen eigenen Vorschlag zur Gestaltung des Schlossplatzes aus dem Hut zaubern, und zwar in Höhe von über 18 Millionen Euro. Und das, Kolleginnen und Kollegen, ohne eine kulturpolitische Debatte, geschweige denn eine breite öffentliche Debatte. Und da frage ich Sie, Frau Grütters,
Wo bleibt Ihr Zwischenruf? Wo bleibt Ihre Forderung nach einer öffentlichen kulturpolitischen Debatte hierzu? Sie schweigen. Wie Sie hier von der Koalition mit der Öffentlichkeit umgehen, ist Politik nach Gutsherrenart, und das kritisieren wir ganz klar. Und wie es weitergehen soll im Verfahren um das Freiheits- und Einheitsdenkmal, da sind Sie jetzt am Zuge. Wir Grünen appellieren an Sie, halten Sie demokratische Maßstäbe ein, missachten Sie sie nicht weiter. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Hiltrud Lott.